Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Let's Play Prince of Persia. Wir müssen den Schalter hier aktivieren. Los geht's. Und falls ihr den Kanal natürlich nicht abonniert habt, dann lasst mal gerne ein Abo und ein Like da. Okay, wir müssen uns beeilen. Ach du Schande, das war voll ein Schuss in den Ofen. Das können wir gleich wieder von neu ausprobieren. Ach du meine Güte. Kannst du komplett vergessen, ehrlich. Ich kann mal hier bleiben. Also, das muss ich mir jetzt überlegen, wie ich das mache. Okay, hier habe ich eins gemacht. Ich kann es nicht anders. Ey! Was soll das denn? Nee, ich habe ich nicht. Ich sterbe. Wow! Alter Falter, ist das krass. Wie soll man das denn schaffen? Mies. Okay, ich glaube. Ich glaube, ich kann zweimal springen. Ich glaube, wenn ich einmal springe und dann einmal abwarten. So, einmal warten. Genau so. Boah, das war richtig knapp. Ich habe es fast verkackt mal wieder. Meine Güte, Mann, was ist das? Übel schwer, übel schwer. So, und hier, wir haben ja in der letzten Folge so einen richtig geilen Skill bekommen. Den Skill, um Wasser so zu erstarren. Wie hier jetzt zum Beispiel, zeig's euch. Die hier, die gerade dazu neu angeschaltet haben, die werden das merken und sehen, dass das mega geil ist, dieser Skill. Mit Abstand einer der geilsten Skills, die man hat hier in dem Spiel, sage ich euch ehrlich. Richtig geil. So, hier mal gleich rüber. Oh, diese Kreissägen haben es ganz schön in sich. Ey. Dein Ernst? Was ist das denn für eine doofe Wand? Oh. Die Kanalisation. Okay, dann grinden wir mal runter. Oh! Mit ein paar Freunden hier. Ich dachte, die können Sand nicht so abhaben. Ich dachte, die können Sand nicht so abhaben. Hä? Ich dachte, die können Sand nicht so. Alter! Die können Sand. Ach, guck mal da. Ich dachte, die können Sand nicht so abhaben. Komm schon. Boah, was für Schwächlinge, ehrlich. So, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Hier. Boah, das ist schon geil mit dem Wasser. Aber das ist die Kanalisation. Müssen wir festhalten, ne? Nur so zur Info. Es ist kein Ort, der ist, ja. Kein Ort, wo man unbedingt nicht aufhalten sollte. Eigentlich eher so ein ekliger Ort, sogar, um ehrlich zu sein. So, hier rüber. Uiuiui. Gut bewacht. Das ist mit dem Wasser anhalten, das ist so geil im Spiel. Das muss ich sagen. Also, das ist echt, auf was für den man kommen muss, ne? Haben die richtig geil gemacht, sag ich euch ehrlich. Mega geil. So, hier schnell rüber. Oh. Doch nicht. Anscheinend nicht. Springen wir mal eben hier hin. So, und ich glaube, da müssen wir noch weiter hochkommen, glaube ich. Ich glaube, wir sind jetzt noch weiter höher. Ich glaube, anders kommt man da gar nicht rüber. So, dann hier rüber.
Mega geil. Okay. Und um was wetten wir, dass wenn wir hier runterspringen, 100% wieder Gegner auftauchen werden? Ich sag auf jeden Fall. Oh. Das ist ein Schamane, Mann. Wie bei Diablo. Das ist ein Schamane. Und der ruft die ganze Zeit, glaube ich, irgendwelche... Das ist eigentlich voll geil. Da kann man uns die ganze Zeit... Dann was ist, wenn wir uns den Schamanen nehmen? Wir holen uns den Schamanen direkt. Wenn wir den nicht töten, dann kommen die ganze Zeit irgendwelche Schamanen. Beziehungsweise neue Skelette. Okay, der ist super stark dann eigentlich. Uiuiui. Heiliger. Boah, richtig geil, ehrlich, das Game. So, ich muss irgendwie hochkommen. Frage ist nur, wie. Jetzt müssen wir ein bisschen überlegen. Hier waren wir doch schon. Wie ist der denn hier hochgekommen? Wartet mal. Wartet mal. Ah, ich wollte schon... Ey! Ja, ich wollte schon sagen. Ich dachte, ich komme gar nicht hoch. Ich dachte schon, ich komme gar nicht mehr hoch. Das wäre natürlich doof gewesen. Wartet mal. Aha. Ich glaube, ich muss als erstes... Ja, ich glaube, das ist schon richtig, was ich hier mache. So, da ist jetzt was aufgegangen. Jetzt wieder bewegen. Ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Ich probiere es trotzdem. Komm, komm. Komm schon. Yo, ich habe es geschafft. Los geht's. So, dann einmal hier rüber. Ich glaube, wir müssen ganz nach oben. Boah, das Klettern ist so ultra geil, ne? Hier kommen wieder Gegner. Safe. Ha, was habe ich gesagt? Hi. Alter. Junge. Junge, der belebt die ganze Zeit irgendwelche neuen Gegner, ne? Nein. Nimm das. Zack. Zack. Und du auch. Zack. Trick 17. Stirb. Wie, du stehst auf. Steht der auf? Jo. Huiuiui. So, dann müssen wir wohl hier so lang. Oh. Fett daneben. Wartet mal. Kann nur so dann sein, nicht anders.
Dann drehe ich hier auch nochmal. Zack. Genau. Simpel gemacht. So, und jetzt hier rüber. Oh shit. Wow, ich habe jetzt einfach mal eins ausgegeben. Ist jetzt auch egal, ehrlich. Ich habe es einfach mal einen Sand ausgegeben. War mir jetzt auch egal. Ich meine, wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Obwohl ich jetzt ehrlich gesagt ungerne sterben möchte. Aber... Ah, guck mal, da hinten drüben. Ja, klar. Nein! Ah, ich hatte einen Save Point zum Glück. So, nochmal. Guck mal, da geht das Wasser mal an und aus. Wie soll ich das denn machen? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, kann ich hier an der Wand laufen? Okay, ist auch egal. Ich lasse das einfach, Freunde. Ich glaube, ich pack das nicht. Ich sage es euch ehrlich. Ich muss auch sagen, ich bin auch nicht der krasseste Achievement-Hunter, ehrlich gesagt, immer und immer wieder. Also, das kann ich halt nur sagen. Da bin ich halt einfach, das mache ich halt einfach grundsätzlich nicht so. Also, ich muss jetzt nicht das krasseste, ich sag mal, die krassen Skills irgendwie in dem Spiel so freischalten. Das ist mir dann auch nicht wert, ehrlich gesagt. Also, wenn ich ehrlich sein soll. Oha. Dieser Teil des Palastes wird auch die Oase genannt. Kein Wunder. Die Bäder. Ein wunderschöner Ort. Wie ich finde. Heiliger. Hier sind bestimmt auf jeden Fall auch Gegner, oder? Oh, guck mal, wie schön. Krass, richtig geil. Okay, geht natürlich auf Zeit. Okay, Freunde, ich würde sagen, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bei Let's Play Prince of Persia. Richtig geiles Spiel auf jeden Fall, ehrlich. Es macht so richtig Bock, also wirklich. Mega geil. Und es ist halt auch nicht langweilig, wisst ihr? Das ist so halt irgendwie... Das haben die echt geil gemacht, muss ich sagen. Ich könnte mir aber hier auch echt einen Bossfight vorstellen, irgendwie. Die Bäder. Richtig schön. Haut rein. Ciao, ciao, ciao.